Ihre 1,6 Millionen Instagram-Fans sahen Pia Mühlenbeck nur so. Was im nächsten Moment geschah, zeigte die Influencerin dann nur ihren Followern bei Twitter. Für die, die der Dame weder auf der einen noch auf der anderen Plattform folgen, gibt's jetzt hier gleich die ganze Geschichte. Und außerdem habe ich was Lustiges von Elias Mbarek gefunden, der ja überall immer so megamäßig rumpost und tierisch einen auf dicke Hose macht. Lewis Hamilton sich neben ihm aber eher so denkt, who the fuck is this guy? Kicken wir jetzt überall mal rein und erklären nebenbei noch Nico Rosberg, was dieses Facebook und was dieses Instagram ist. Ist auch gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten, ne? Willkommen in der Bildbox und ich bin Laura, servus. Pia Mühlenbeck, wer kennt sie nicht, ist eine deutsche Lifestyle-Influencerin, die in Australien lebt und immerhin 1,6 Millionen Follower bei Instagram hat. Und ihren Job auch so professionell macht, dass sie ganz genau weiß, bei Instagram funktioniert nur die komplette Scheinwelt ohne jegliche Ironie und Ehrlichkeit, während bei Twitter auch mal die Wahrheit ans Licht darf. Bei Instagram postete sie also nur dieses Pic hier, für das sie wahrscheinlich eine halbe Stunde und 146 Motivversuche gebraucht hat. Aber egal, die Insta-Lemminge sind doof genug, um das alles zu glauben. Anders verhält sich das aber bei Twitter, wo sie danach gezeigt hat, wie eine Welle aus der schönen, schlafenden Badenixe einen Käfer auf dem Rücken gemacht hat. Aber unter uns, Pia, wir normalen Menschen sehen selbst mit Photoshop und schwerst in Szene gesetzt, nicht so gut aus wie du als Käfer auf dem Rücken. Von daher kannst du sowas in Zukunft auch ruhig bei Instagram posten. Mach dich vielleicht ein bisschen natürlicher? Der Uhrenhersteller IWC oder wie die Profis unter uns sagen, IWC, hat am Anfang der Woche mal wieder zu einem Mega-Event ins schweizerische Genf geladen. Und gefühlt alle deutschen Testimonials dieser Marke liefen auf. Wie immer ganz vorne mit dabei, Moritz bleibt treu und Elias Mbarek, die zufällig im Laufe des Abends von irgendjemandem neben Megastar Lewis Hamilton gestellt wurden, der ganz offensichtlich, natürlich, beide noch nie gesehen hatte. Und man sieht ihm so richtig an, dass er denkt, ey, was wollt ihr Mützen von mir? Sehr lustig. Und auch lustig fand ich Nico Rosberg, der auf dem gleichen Event via Instagram, und die Betonung liegt hier noch einmal auf Instagram, das hier postete. Everybody, yeah, so first Facebook Live from 2007. I am back. Ja, schön, dass du back bist, Nico. Aber wenn man eben parallel alle Social-Kanäle bespielen will, dann muss man sich entweder die Mühe machen, jedes Video einzeln aufzunehmen oder halt die Namen einfach weglassen. Ne? Aber ist nicht schlimm, passiert jedem mal. So, und damit schon mal ein schönes Wochenende und bis nächste Woche mit einer frischen Bildbox bei spiegel.de. Bis dahin, tschüss.